was ich sagte, bevor Sie sprachen, Herr Minister, denn einige unserer Gäste sind erst in den Saal gelangt, nachdem ich meine Einführung gesprochen hatte. Ich möchte wiederholen, dass ich der Meinung bin, dass Ihr Land aktuell Unterstützung verdient und auch Mitgefühl verdient. Ihr Land braucht auch Ermutigung statt ausschließlich Kritik und Angst etc. Wir müssen mit Ihnen arbeiten und nicht gegen Sie arbeiten. Bedauerlicherweise haben wir nur sehr wenig Zeit. Aber ich denke, ich möchte unseren Austausch hier beginnen, indem ich auf zwei Reden Bezug nehme, die heute hier in diesem Saale gehalten worden sind, und zwar von unseren beiden amerikanischen Gästen, dem Außenminister Pompeo und dem Verteidigungsminister Esper. Beide Reden, und ich möchte es diplomatisch ausdrücken, waren etwas kritisch, was China angeht. Meine Frage lautet also nun, was kann China tun, was beabsichtigt China zu tun, um sicherzustellen, dass die Beziehungen mit den Vereinigten Staaten kooperativer werden und nicht immer konfrontativer werden? Fragezeichen. Sehen Sie Veränderungen am Horizont in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nach den US-Präsidentschaftswahlen, die im November anstehen? Das ist die nächste Frage. Hier nun Ihre Antwort. Bevor ich hierher gekommen bin, hatten meine Kolleginnen und Kollegen mir gesagt, was die beiden hohen US-Regierungsvertreter gesagt haben. Sie haben ihre Schmierkampagnen und ihre Kritik an China wieder einmal wiederholt, und das ist jetzt schon eine bekannte Ausdrucksweise, sind bekannte Worte über China, die, mit denen ich vertraut bin. Und ich möchte nicht unsere Zeit darauf verschwenden, auf alles zu reagieren, was Sie gesagt haben. Grundsätzlich kann ich sagen, dass alle Beschuldigungen gegen China Lügen sind. Sie sind nicht auf Tatsachen fußend. Aber wenn wir das Thema dieser Lügen umändern und sie auf Amerika anwenden, dann werden die Lügen vielleicht zu Tatsachen. Wir hoffen, dass die Vereinigten Staaten, diese Supermacht, die weltweite Supermacht, ihr Vertrauen nicht verlieren wird und auch ihren gesunden Menschenverstand nicht verlieren wird. Vor 40 Jahren haben die USA und China diplomatische Beziehungen miteinander aufgenommen. Natürlich haben wir Probleme, das ist richtig. Und einige dieser Probleme und Herausforderungen werden natürlich etwas greifbarer, während die Beziehungen also fortschreiten. Und manche Themen sind auch künstlich erzeugt. Der Grund dieser Probleme und Herausforderungen ist, dass die Vereinigten Staaten keine schnelle Entwicklung und eine Verjüngung Chinas erleben wollen. Man akzeptiert keinen Erfolg eines sozialistischen Landes in den USA. Aber das ist ungerecht. China hat das Recht, sich zu entwickeln. Die chinesische Bevölkerung hat das Recht, ein besseres Leben zu führen. Chinas Entwicklung in Richtung Modernisierung ist ein unvermeidbarer Trend, eine unvermeidbare Entwicklung in der Geschichte. Wir werden uns von keiner Macht auf der Welt aufhalten lassen, denn dies spiegelt die Richtung des menschlichen Fortschrittes wider. Wir haben 5000 Jahre Zivilisationsgeschichte, Weisheit, Talente, hart arbeitende Menschen in unserer Bevölkerung. Wir haben 90 Millionen Mitglieder in der Kommunistischen Partei Chinas. Wir haben ein starkes sozialistisches System. Und mit all diesen Dingen werden wir alle Hindernisse, alle Disruptionen überwinden. Und wir werden unsere Ziele wie geplant erreichen und die chinesische Nation erneuern. Die Entwicklung Chinas
spiegelt auch eine Macht und stellt eine Macht für Frieden und für Stabilität dar. Das ist etwas, das begrüßenswert ist, das die internationale Gemeinschaft begrüßen sollte. Natürlich sind wir bereit für eine Weiterführung unserer Entwicklung. Und wir wollen auch die Beziehungen mit den USA weiter freundliche und partnerschaftliche Art und Weise entwickeln. Das heißt also, wir wollen eine bilaterale Beziehung zu den USA auf Grundlage von Zusammenarbeit, Koordination und Stabilität aufbauen. Die wichtigste Aufgabe für China und die Vereinigten Staaten besteht darin, sich zusammenzufinden, einen Dialog durchzuführen und einen Weg zu finden, auf dem zwei große Länder miteinander gehen können, mit zwei unterschiedlichen Systemen, und die dann in Frieden miteinander interagieren können. China ist dazu bereit und wir hoffen, dass die Vereinigten Staaten auch hier in dieser selben Richtung arbeiten. Wenn China und die USA dieses Ziel erreichen können, dann wird das nicht nur gut sein für die Menschen in unseren beiden Ländern, sondern für die Weltbevölkerung. Denn wenn wir zusammenarbeiten, um alle globalen Herausforderungen auf der Welt anzugehen, dann könnten wir wirklich etwas bewegen. Und wir könnten einen Beitrag dazu leisten, dass unser Planet, die Erde, ein besserer Ort für die gesamte Menschheit wird. Und dann könnten wir eine große Gemeinschaft mit einer geteilten gemeinsamen Zukunft für die ganze Welt errichten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte nun auf das Thema Europa zu sprechen kommen. Jetzt wenden wir uns von den USA einmal kurz ab. China hat immer wieder gesagt, dass es die EU unterstützt, dass ein geeintes Europa im Interesse Chinas liegt. Und Sie haben das wiederholt. Sie haben das in Ihrem Eröffnungsstatement wieder bekräftigt. Meine Frage lautet also, die Europäische Union entwickelt im Moment eine Position zum Thema China und diese Position wird wohl eher kritischer werden, was China angeht. Und wie wird China darauf reagieren? Zum Beispiel, wie würde China reagieren? Ich möchte nicht sagen, dass das so eintreten wird, aber ich möchte lediglich diese Frage erwerfen. Wie würde China reagieren, wenn die EU eine politische Meinung zum Thema 5G entwickeln würde, die China ausschließt als potenziellen Bewerber? Ich hoffe, dass die Menschen bei diesem Thema nicht vergessen werden, dass es jetzt 45 Jahre lang her ist, dass China und die EU Beziehungen aufgenommen haben zueinander. Unsere Beziehungen sind durch verschiedene Veränderungen auf der Welt geprägt und reifen weiter. Wir haben eine sehr umfassende strategische Partnerschaft mit der Europäischen Union, die bis auf die höchste Ebene reicht. Natürlich gibt es hier Differenzen. Wir haben unterschiedliche soziale Systeme, unterschiedliche Meinungen, Werte. Aber diese Differenzen, diese Unterschiede hat es schon hunderte Jahre lang gegeben oder tausende Jahre lang sogar. Denn diese Unterschiede können zurückgeführt werden auf unsere unterschiedliche Geschichte, die wirklich fundamental unterschiedlich sind und unterschiedliche Kultur. Und diese Unterschiede gibt es natürlich aus Gründen. Der richtige Ansatz für Deutschland, für China und Europa ist es also, einander gegenseitig wertzuschätzen. Wir sollten von der Entwicklung des jeweils anderen lernen und gemeinsam Fortschritt, gemeinsame Entwicklung und gemeinsamen Wohlstand erlangen. Die Welt braucht Solidarität und Zusammenarbeit zwischen China und der Europäischen Union. Ganz besonders in Zeiten, in denen ein großes Land die internationale Zusammenarbeit aufgegeben hat und sich im Unilateralismus engagiert. Deswegen ist es umso wichtiger, dass China und die EU zusammenarbeiten. Wir sind der Überzeugung, dass China und Europa viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir Differenzen haben, und viel mehr Zusammenarbeit haben als Gegensätze. Ist es nicht tatsächlich der Fall? Für China
und Europa gilt es, dass wir beide den Multilateralismus fördern und den Unilateralismus verurteilen. Wir beide stehen für den Freihandel. Wir sind gegen den Protektionismus. Wir beide glauben an eine multipolare Welt und mehr Demokratie in internationalen Beziehungen anstatt an Machtpolitik und das Mobben von anderen. Das sind die Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Seiten, wenn wir uns die Welt als Ganzes ansehen. Aus diesem Grund haben China und die EU diese umfassende gemeinsame Partnerschaft aufgebaut. Daher hoffen wir, dass unsere Freunde aus Europa die Bedeutung unserer strategischen Partnerschaft auch anerkennen und dass wir gemeinsam arbeiten können für eine bessere Zukunft. Das Thema 5G ist ein wichtiges Thema und ich sehe, dass viele europäische Länder einen sehr wissenschafts- und faktenbasierten Ansatz hier gewählt haben. Aber natürlich kann und sollte jedes Land seine eigene Informationssicherheit garantieren. Aber es ist wichtig, dass alle hier auf Augenhöhe agieren, vor allem die Unternehmen. Und es sollte ein gerechtes Unternehmensumfeld geben für alle Unternehmen. Das wäre gerecht, das wäre fair und das würde auch den Regeln der Märkte entsprechen. Und wir glauben, dass jedes Land seine eigene unabhängige weise Wahl treffen wird. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister. Ich befürchte, dass wir nun keine Zeit mehr haben, miteinander zu sprechen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie und Ihre Delegation hierher reisen konnten, trotz all der aktuellen Herausforderungen, die Ihre Regierung und auch Ihre Führung angehen müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie persönlich entschieden haben, vor einigen Jahren, dass China hier in München auch vertreten ist, und zwar jedes Jahr, und zwar auf sehr hochrangiger Ebene. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich und ich möchte noch mal um einen Applaus bitten für unseren Gast. Vielen Dank.